Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Immer wieder versucht der Deutsche Bundestag, die explodierenden Arzneimittelpreise unter Kontrolle zu bringen, die die gesetzlichen Krankenkassen von Jahr zu Jahr mehr belasten. Im Jahr 2022 waren es zum Beispiel fast schon 50 Milliarden Euro. Aber die Ampelregierung, die hat jetzt endgültig kapituliert und sich entschieden, das sehr lukrative Geschäft mit neuen Arzneimitteln noch profitabler zu machen. Na, herzlichen Glückwunsch. Denn dieses Medizinforschungsgesetz, das ist nichts anderes als Standortpolitik mit den Geldern der Krankenversicherten. Und wenn Sie hier immer und immer wieder behaupten, Herr Lauterbach, das sei nicht so, und in Wirklichkeit würden die Arzneimittel günstiger, wenn die Erstattungspreise geheim bleiben, dann ist das eine dreiste Lüge. Da glauben Sie doch selbst nicht dran. Denn sonst würden Sie diese Regelung doch nicht auf 4 Jahre befristen und mit einem Zwangsrabatt von 9% koppeln. Und offenbar steht doch der Bundeskanzler bei einem US-Unternehmen im Wort, dem versprochen wurde, dass eine Investition in Deutschland mit einer gesetzlichen Lizenz zum Gelddrucken belohnt wird. Und wenn Sie, Herr Lauterbach, hier behaupten, es hätte eben keine Gespräche des Kanzleramts und des Bundeskanzlers mit Eli Lilly im Vorfeld dieser Gesetzgebung und im Vorfeld der Pharmastrategie gegeben, dann ist das doch einfach nicht die Wahrheit. Sie sollten mal die Antworten auf meine schriftlichen Fragen und unsere kleine Anfrage lesen, die Ihr eigenes Haus geschrieben hat. Tatsächlich hat der Staatssekretär im Kanzleramt, Jörg Kukies, mindestens zweimal schon im Januar und Februar 2023 mit CEO David Ricks telefoniert. Und der Kanzler himself hat mit Vertretern der Firma Eli Lilly tatsächlich auf der Jahrestagung des US Business Council in Washington DC gesprochen, am 9.2. dieses Jahres. Also Sie reden sich doch hier um Kopf und Kragen. Und ehrlich gesagt, die Linke hat gar nichts gegen Wirtschaftsförderung. Aber dafür in die Taschen der gesetzlich Versicherten zu greifen, weil der Kanzler und der Finanzminister die schwarze Null anbeten wie ein goldenes Kalb, das geht echt zu weit. Ich habe auch nachgefragt, ob Inhalte der Pharmastrategie der Bundesregierung auf inhaltlichen Absprachen mit dem Unternehmen Eli Lilly beruhen und welche das waren. Die Antwort aus dem Hause Lauterbach, so konkret wie unvollständig, sie lautet: Die Pharmastrategie der Bundesregierung wurde unter Einbeziehung der pharmazeutischen Industrie erarbeitet. Ja, da habe ich gar nicht nachgefragt, das wusste ich doch schon vorher. Sie wollen keine Transparenz bei den Medikamentenpreisen und Sie wollen keine Transparenz über Ihre Kungeleien im Vorfeld dieses Gesetzes. Sie sind also eine Regierung der Intransparenz. Und natürlich lehnt die Linke dieses Gesetz ab.